Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mutant. Beim letzten Mal sind wir hier bei diesen fliegenden Gerätschaften stehen geblieben. Da vorne ist einer und patrouilliert durch die Gegend. Wir dürfen uns nicht erwischen lassen. Ich versuche hier mal drumherum zu gehen. So, mal Licht an, sind wir schneller. Oben oder... Da laufen welche rum. Robo-Shack. Could be interesting. Could be a shack of killer robots. So, hier scheint es weiter zu gehen. Here's where our tour of the Forbidden City ends. Okay. Gucken wir uns hier mal um. Was haben wir hier stehen? Okay, da passiert nichts. We are close, but the Nova Sect, they are here. Be careful. Ich guck mir mal die Map an. Das versiegelte Tor. Okay, was haben wir da? Hier können wir rein. Ich sehe nichts. Holy Ancients Power! I feel the gates breaking! The secret numbers call to us! So. Hat einer gesprochen. Gucken uns trotzdem um. Das ist einer. Listen to the words of Plutonia. We stand before the gates of Eden. Inside lies the sacred numbers. The numbers. Leckten Pyro mit 26er Stärke. Cleanse the zone. Destroy the gates. Enter Eden. Find. Hier gibt es bestimmt noch was Feines für uns. Ne. Von hier aus können wir wahrscheinlich gleich drauf knallen. Da hinten ist noch einer. So. Noch einer. Gut, gut. Ein schwacher Gegner. Schon lange nicht mehr gehabt. Der Insektenpanzer. Insektenjäger patrouillieren. Bevor wir die angreifen, muss es doch bestimmt noch was geben. Hier gibt es eine Kleinigkeit. Da ist ein Roboter. Oh, da kommt gefährlich nah. Zwei sogar. Die Hohe Priesterin, Insektenjäger. Hier haben wir noch ein bisschen was zu tun. Im Bereich davor, da waren noch diese fliegenden Gerätschaften. Die könnten wir demnächst auch mal ausschalten, wenn wir etwas stärker sind. Insektenjäger, Insektenpyro. Noch nicht ganz optimal die Situation. So, haben wir noch was an Mutationen da? 13 Punkten.
Ich bewahre mir noch ein paar Punkte auf. Der hat 9. Lasse ich erstmal. Oh, hier sind ein paar starke Gegner. Die Situation hier ist echt nicht zu unterschätzen. Können wir denn irgendjemanden hier isoliert angreifen? Sektenjäger und dieser komische Bruder laufen da rum. Speicher kurz ab. Eine defekte Waffe. Speicher hier mal ab. Vielleicht kann ich ihn mit dem Bormann schon mal angreifen. Spawnen. Auch dich. Ach, da oben hat mich der Sektenjäger gesehen. Macht wenig Sinn. Macht wenig Sinn. Dann versuche ich den Sektenjäger. So, geht mal auf Seite, geht mal auf Seite. Brauchen immer lange, bis sie weggehen. Na kommt, Jungs, geht mal weg. Ernst.
schauen wir was anderes eben an. Flieg mal kurz zurück, solange die da rumstehen. Ich habe jetzt auch keine Lust zu warten. Okay, der will jetzt wieder was von uns. You defy your elder. I told you. Farewell. Remember. No matter what the Elder says, there is life beyond the Ark. You see those giant machines floating in the sky lately? Where do you think they come from, huh? Okay, der hat die Waffe, der hat die Waffe und der hat die... Die haben wir noch bekommen, die können noch verbessert werden. Auf eine Stärke von 13. Welcome to the Fix Pit. My name's Delta. Take it easy. Okay, die macht mehr kritischen Schaden. Das nehmen wir die. Die Ente kriegt die, Magnus kriegt die. Damit können wir mit starken Waffen 13, 26, 38 Schaden machen. Kann einer mal ausrüsten. Es ist halt die Frage, was wir demnächst brauchen werden. Ja, die Lautwaffen oder immer noch die leisen Waffen. Aber das schadet nicht, die hier mal zu verbessern. 10% kritische Trefferchance. Ja. Dahin zum versiegelten Tor. So, gucken wir nochmal. Vielleicht sind die Gegner jetzt weg. Beziehungsweise der eine Sektenjäger. Hoffentlich steht er passend zu uns. Der läuft schon mal rum. Den werde ich jetzt angreifen. Ah, der läuft jetzt darüber zu dem. Ach, da oben steht der andere. Bringt mir alles nichts. Bringt mir alles nichts. Ah, die stehen alle sehr nah beieinander. Und die Frage ist jetzt, wie nehme ich die nacheinander aus dem Spiel? Bewachen die auch irgendwas für mich?
nicht so aus. Wo muss ich denn überhaupt lang? Ich habe kein Ziel. Break through the gates of Eden! The sacred numbers await us! Der Magnus hatte die EMP-Granate. Nachladen und drauf. Gotcha. Komm ein Stückchen näher. Gehört. Sehr ehrlich, wieso wurden wir jetzt gehört? Die andere Waffe. Immerhin ist der Weg jetzt frei. So, was haben wir hier? Haben wir hier noch was für uns? Gibt es hier etwas, was ich gebrauchen kann? Roboter-Shot. Was haben wir da oben? Können wir nicht gebrauchen. Da kann man hochgehen. Gut, etwas Schrott. Sektenjäger, Plutonier. Die bewacht irgendwas. Da oben waren wir schon. This must be it. Eden. Too bad it's surrounded by a million Novasect bastards. I don't like these odds. This is suicide.
Gut, ich könnte versuchen, mit Magnus seine Gedankenkontrolle die beiden auszuschalten. So. Eben auf Magnus wechseln. Ich speichere kurz ab. Gar nicht im Blick gehabt, ehrlich gesagt. Das ging gar nicht. Mist. Nee, darauf lasse ich mich jetzt nicht ein. Gar nicht gesehen. Bringen mir Handgranaten irgendwas. Ja, glaube ich, zu wenig. Ja, reicht noch. Ne, das macht einfach zu wenig Schaden. Jetzt haben wir alle hinter uns. Nee. Okay, wir sind in einer verzwickten Situation. Es sind sehr viele Gegner auf einem Fleck. Aber trotzdem noch so weit auseinander, dass ich die nicht mit den Handgranaten erreiche. Ich mache hier auch zu viel Aufmerksamkeit mit meinen Aktionen. Gott, da ist ja noch so ein Roboter.
kommen wir hier durch. So reagiert keiner. Das ist ein bisschen komisch. So hat keiner reagiert. Was passiert, wenn ich laut drauf schieße oder leise? Drei Schaden. Mega. Die EMP-Funktion wurde aktiviert. Von Bomben anscheinend. Ja, ich habe das gemacht. Was denkst du über das, huh? Another one. Der Magnus hat die EMP-Funktion verlängert. Want some more? Boah, man hat die EMP-Funktion verlängert. Bingo. Knock, knock. Just stay away from me. So, gleich ist er down. Gut. Wurden wir bemerkt. Ja, wir müssen weiter kämpfen. Aber ich will ja nicht, aber muss. Is that hurt? Nee. Was machen die jetzt? Smash the nein. Nein. Okay. Ich muss mir was überlegen bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.